Heute wieder ein neues Experteninterview mit Tipps, wie ihr den Ball im nächsten Match sogar noch besser sehen könnt. Viel Spaß beim Video. So, wir haben wieder mal ein neues Expertenvideo für euch, diesmal mit Silvester Neiter. Der ein oder andere kennt Silvester vielleicht noch aus einem Video von früher. Und zwar, ich habe Silvester kennengelernt bei der Athletiktrainerausbildung. Dort haben wir viel gemacht in Richtung Beweglichkeit, Mobilität, Neuroathletik, auch was die Augen betrifft im Tennisspiel. Und das ist ein sehr, sehr großer Faktor. Deswegen wollte ich nochmal mit ihm darüber sprechen. Er wird ein bisschen was über sein Buch berichten. Er wird ein bisschen was darüber berichten, warum es so wichtig ist, dass wir uns wirklich mobil bewegen können, dass wir gute Bewegungsausmaße in unseren Gelenken haben, was die Augen damit zu tun haben, dass wir noch besser auf dem Tennisplatz werden und wie wir das trainieren können. Also schaut euch das Interview an, viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Okay, hier sind wir mit dem Silvester. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Silvester, hier mit uns zu sprechen oder mit mir zu sprechen, für die Leute nochmal ein bisschen Content zu geben. Und als allererstes, was wir hier machen, ist natürlich immer so die Vorstellung von dir und deine Berührungspunkte zum Tennis. Vielleicht kannst du da ein bisschen was von dir erzählen. Tennis war immer auch eine Leidenschaft, wobei ich ursprünglich aus dem Skisport komme. Das heißt, ich war als Athlet in der Skinationalmannschaft, habe aber im Studiengang praktisch auch Trainerstunden gegeben und habe mit Tennis in Anführungszeichen ja mein Studium finanziert und war auch da ein begeisterter Tennisspieler, ein Mensch, der, denke ich, ich kann mich so einschätzen, ein gutes Auge hat oder hatte. Jetzt bin ich weniger aktiv als Tennistrainer, sondern halt mehr als Personal Trainer, Athletiktrainer. Fühle mich jedoch, auch wenn das in meinen Anfängen als Trainer der Olympiamannschaft oder auch auf der ATP-Tour mit Stefan Kubek und Rainer Schüttler und jetzt die letzten 10 Jahre habe ich Trainer, Therapeuten und Ärzte ausgebildet, vor allem im funktionellen Bereich, fühle ich mich wirklich, egal welchen Level ich jetzt zwischen die Finger kriege, mit wem ich auch arbeite, ob jung oder alt, ob Profi oder Normalo, auch wenn es nicht abwertend klingen soll, fühle ich mich eher echt wie so ein Bewegungslehrer oder Entrostungstrainer, weil die Menschheit ja meiner Meinung nach einfach zu viel sitzt und zu viel Verweildauer hat. Aber der Bezug zum Tennis war dennoch immer noch da. Ich bin sehr viel mit Tennisgate unterwegs. Die haben mich oft gebucht als Referenten, auch der Deutsche Tennisbund. Habe dort Trainer ausgebildet, war dort in Berlin bei den großen Veranstaltungen. Und so gesehen war immer ein Bezug zu den Tennisspielern. Und es kommen auch laufend welche zu mir, die sich immer wieder screenen oder testen beziehungsweise Trainingspläne erstellen lassen. So, das war ja auch der Punkt, wo wir uns dann kennengelernt haben. Du hast gesagt, der DTB hat dich gebucht. Wir haben das gemacht im Zuge der DTB-Athletiktrainer-Ausbildung. Und ich muss sagen, ich habe es damals schon gesagt in unserem Video, man kennt das ja, man sitzt oft, ja, und hört sich Sachen an. Und ich war schon guter Laune, als ich gesehen habe, als wir bei dir reingekommen sind in die Tennishalle. Ja. Da waren auf dem Boden. Ich wusste, da kommt viel Praxis. Ja, du hast uns super, super viel beigebracht. Du hast nochmal super, super viel spüren lassen direkt. Und ein Grund, warum wir auch heute hier zusammen sind, ist dieses Werk hier, was du verfasst hast. Ja, passend auch zu den, sagen wir mal, Fortbildungen etc. Dann sind wir endlich mal aufgestanden. Ja, endlich mal aufgestanden, haben was gemacht, haben uns bewegt, haben uns noch ein bisschen entrostet. Ja, so wie ja, genau. Und vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, was die Idee hinter diesem Buch war und was wir als Tennisspieler jetzt noch von diesem Buch hier für uns herausziehen können. Wurscht, welche Sportart, aber gerade der Tennisspieler, wenn wir es jetzt an den Profi messen, hat irrsinnig lange Reisezeiten, Flugzeiten und auch genauso die Jugend, oder? Sitzen in Anführungszeichen zu lange in der Schule. Und aus diesem Sitzmodus kommen sie dann, ich nenne es jetzt mal, zu mir. Und dann schaue ich sie mir an und denke mir, meine Herren, und egal, also die letzten Jahrzehnte war wirklich so, wenn ich zuerst die Funktionalität des Körpers überprüfe, habe ich mittlerweile das Gefühl, es ist irgendwie immer ident. Und das ist fast so ein Ärger in mir hochgequollen, dass ich sage, es kann nicht sein. Also das Buch ist eine Botschaft von dem, dass ich dauernd aufschreie innerlich und sage, Leute,
euer Körper degeneriert durch die viele Sitzerei, durch diese lange Dauer, die erzwungenermaßen bei Kindern, Schülern, Jugendlichen eben aufgetrunsen ist und später dann auch der Sitzathlet, der Büromensch genauso im Prinzip fabriziert oder zu viel, zu lange. Und da passiert was mit dem Körper. Der Körper passt sich dem an. Also es ist wie ein gipsähnlicher Zustand. Ja? Wenn ich einen Gips anlege, nach 4 Wochen, wie schaut da mein Unterarm aus? Und das kann man sich bildhaft super vorstellen. Das heißt, das System fährt runter. Es ist eine Unterforderung da. Also man sagt ja ganz klar heutzutage, jetzt auf die Masse übertragen, dass es nicht an der Überlastung diese Gelenks und Schmerzen und Probleme gibt, körperlicher Natur, sondern hauptsächlich der Unterforderung. Und dann im übertragenen Sinn zum Tennisspieler und zum Tennistrainer, wenn meine Schüler auf den Tennisplatz kommen aus dem Schulmodus und der Körper, nimm nur mal das Gesäß her, den größten Muskel, der hat die Funktion, den Körper aufzurichten, die Hüfte zu strecken, was ich fast bei jedem Schlag brauche. Ich möchte schnell sein. Hüftstreckung, der ist platt gedrückt. Selbst wenn das muskulär irgendwo da ist, aber der ist ausgeschalten. Oder dass das Sprunggelenk so beweglich ist wie ein Skischuh. Auch teilweise diese unfassbar schlechte Haltung, die man ja kennt, wenn man Kinder, Jugendliche, Schüler, Erwachsene, wenn man sie von der Seite anschaut, wenn sie in so ein Handy reinschauen, oder was die für einen Rundrücken haben. Und das zusammen, dass der Poppes ausgeschalten ist, der Rundrücken, so stehen die auf dem Tennisplatz. Also unterm Strich kann man klar sagen, unvorbereitet. Und das ist eine hohe Gefahr, weil schlussendlich wollen wir Trainer denen ja irgendwo auch Leistung abrufen und der Tennistrainer natürlich auch. Und die sind limitiert, die sind eingerostet, da arbeitet das System wesentlich schlechter, als wenn es ein normaler wäre, der gut, sagen wir mal, vorbereitet ist, mehr historisch gesehen, mehr das lebt, ja, viel spazieren geht, mehr stehend arbeitet. Du merkst da einen riesen Unterschied, wenn jemand einfach ein guter Mover ist und der andere, erkennst du sofort, ist ein Sitzathlet. Und die Gefahr, vor allem bei Schülern, Jugendlichen, ist brutal groß. Ja, wir wollen, dass sie schnell sind. Wir wollen, dass sie technisch sauber arbeiten. Wir beladen sie, streng genommen, ja, immer mit dem Ergebnis, dass die Kids eine Leistung bringen und wollen, jedoch der Körper eben ausweicht, die Knie nach innen ausweichen, es hölzern wirkt, sie unrund laufen, schlecht aus der Ecke rauskommen, vom Speed irgendwo gar nicht richtig übertragen können, weil einfach da das Gelenk und der ganze Apparat leider zu sehr sich dem Sitzen angepasst hat und für die Sportart dann gar nicht vorbereitet oder ein Optimum abrufen kann. Und das ist, finde ich, so schade. Ja, wir machen leider ja dann eher einen Raubbau mit dem Körper, als was wir mit der schönen Sportart Gutes tun. Interessant, was du jetzt gesagt hast. Und dass man diese Gelenkswinkel, die wir eigentlich haben, um wirklich für den Tennis nochmal gute Leistungen abzurufen, gar nicht so abrufen können, gar nicht so beschleunigen können aus den Gelenkswinkeln. Und ich musste gerade ein bisschen schmunzeln zwischendurch, weil das, was du gesagt hast, du hast mich ja heute auch schon 2-mal erwischt, ja. Als du reingekommen bist, habe ich mich selber erwischt, ja, mit dem Handy, wieder dieser Blick, ja. Und der Unterschied zwischen uns beiden ist jetzt, du stehst, ich sitze, ja. Ja, ich stehe. Ja, ich konnte es nicht anders einrichten, eine Entschuldigung von mir jetzt hier, ja, aber ja. Genau, das ist der kleine, aber feine Unterschied, ja, oder auch gravierende Unterschied zwischen uns beiden dann, was sich dann mit dem Körper sozusagen verändert durch diese Verhaltensweisen. Und also ich denke, zu dem Satz, wenn ich da was sagen darf, der Tennistrainer arbeitet nicht auf dem Stuhl sitzend, er steht viel. Nur man hat das Gefühl, also jetzt spreche ich von Kollege zu Kollege, auch wenn ich jetzt gerade nicht mehr aktiv praktiziere, aber ich kann mich unfassbar gut da reinversetzen. Auch der Trainer, logischerweise, wenn er einen ganzen Tag steht und seine Stunden gibt, und wir kennen das, ist danach eher kaputt und müde, bräuchte das Gelenk, der Körper, auch nochmal eine neue Information. Man sollte nochmal Gelenkshygiene machen, nochmal regenerative Prozesse ankurbeln.
Wir kennen es. Wie viel humpeln auf dem Platz, haben Hüftprobleme, Rückenschmerzen, sonstiges. Und auf der anderen Seite, ich habe den Sitzmenschen, den Sitzathleten, den Schüler, der in der Schule sitzen muss, ja, und dort ebenso einseitig belastet ist, beziehungsweise komplett runtergefahren ist. Da sollte man einfach sich mal wirklich vor Augen halten und sagen, wow, wie gehe ich mit diesen Menschen um, bevor ich von ihnen weiß Gott was verlange? Und da sollte erstmal die Funktionalität sollte da sein. Und bei dem anderen, der halt extrem vielstehend arbeitet, der braucht vielleicht eine andere Pflege für seine Gelenke, was vielleicht bei dem Athleten das Warm-up ist, ja, die Präparation des Gelenks vorab, damit einfach hier das Gelenk geschmiert ist. Und dann natürlich darf ich leider den Sitzathleten gewisse Muskulaturen aktivieren, damit ich auch einen geilen Tennissport erwarten kann als Trainer und dass ich ihn weiterbilde. Ansonsten level-limitierend, ja, das geht bis zu einem bestimmten Grad und dann würde ich sagen, wo wird es echt schwer weiterzukommen. Ja, kann ich nachvollziehen, auch was du sagst jetzt für Tennistrainer, wenn wir die ganze Zeit stehen. Ich merke das auch immer wieder so in der Wadenmuskulatur, Sprunggelenke und sowas halt, die sind halt nicht so mobil dann im Einsatz, wie, sagen wir mal, wenn man die ganze Zeit in Bewegung ist, ja. Genau. Bevor wir jetzt in dieses Thema zu stark reingehen, dein Buch ist nicht ein Buch, was einfach so eine Lektüre ist, die man abends im Bett lesen sollte, ne? Das ist wirklich so geschrieben, dass man was daraus mitnehmen kann, dass man umsetzen soll. Du hast da verschiedene Tests reingepackt, die man machen soll. Fängt schon an mit der Sauerstoffkapazität, also du, wie lange du Luft anhalten kannst, wie deine Gelenke mobil sind. Fängt schon an an der Halswirbelsäule bis runter bis zu den Sprunggelenken, also alles abgedeckt. Ja, und so wie man das Buch liest, du hast auch Übungen für alles. Kann das jeder, der dieses Buch hat, kann das jeder umsetzen? Ich finde ja. Also es gibt sicher immer noch ein paar Ausnahmen. Schlussendlich, wie du richtig gesagt hast, ist es strukturiert aufgebaut. Zuerst mal etwas textlich so verstehen, was das Sitzen mit dem Körper macht. Also auch hinterlegt mit ein paar Studien und Beispielen und nachvollziehbarem, was man irgendwo ja, denke ich, weiß, wenn man sie doch nochmal liest, dass man sagt, Mann, ja, der hat ja recht, Grutzi Fuchs. Und dann überprüf dich einfach mal selbst. Einfache Selbsttests, um zu erkennen nach einem simplen Ampelsystem, wow, kann ich alles noch? Oder bin ich eh noch im grünen Bereich, wo ich dann sagen würde, wow, okay, cool, das wäre die Grundvoraussetzung. Hey, jetzt mach mal etwas mehr auf Athletik oder können die anderen Parameter besser trainieren? Also du bist gewappnet. Wenn aber eher eine gelbe Ampel entsteht, dann weiß ich schon, wow, er kann es ausführen, aber er schummelt. Also er fälscht ab. Und bei Rot, ja, weißt du, da schlägt man echt die Hände über den Kopf und sagt, ey, Alter, du darfst da was tun. Und anhand dessen ist es jetzt tendenziell mal vom Gefühl her war mein Einstieg, dass ich sage, ich baue es in 4 Ausgleichstrainingsstufen auf. Denn vielleicht erwische ich mit dem Buch auch mal den Menschen, der echt null Bock auf Sport hat. Ist klar, wir reden hier in der Tennisblase, die sind engagiert, die wollen Tennis spielen, die wollen sich verbessern und so weiter. Jedoch auch da, ob es Top-Profis sind, ja, auch ein Alexei Pontereau, der letztes Jahr Gesamtweltcup gewonnen hat, bin ich mit seinem Athletik-Konditrainer im engen Austausch, super Kumpel und Freund, der hat auch gesagt, wir achten darauf, dass der so wenig wie möglich sitzt. Dann engagieren die auch mal einen Hubschrauber, die können sich das leisten. Und genauso ist es ja auch im Tennissport, aber das Schlimme eben im Nachwuchs, ja, dass man diesen Ausgleich oder diese Sitzzeit so kurz wie möglich hält. Und kannst ja auch den reinen Menschen, der eben keinen Bock auf Sport hat, kannst du jetzt nicht einfach immer trimmen und sagen, Sport. Mhm. Weil der interpretiert ja Sport immer mit Schweiß, mit Anstrengung und was weiß ich. Ey, der hat keinen Bock dazu. Der macht nichts. Also wird er nichts verändern. Wenn ich meine Umgebung nicht verändere, allein nur mit Sport, gibt es auch eine coole Studie, dass ich einfach sage, Active Couch Potato, selbst wenn ich eine Stunde pro Tag Sport mache, aber dann trotzdem jetzt übertrieben 12 Stunden sitze, stehen 12 Stunden gegen eine Stunde, ach, hilft wenig. Mhm. Ein bisschen, aber nicht wirklich. Also ich darf auch in meiner Umgebung etwas verändern. Und das aber bei Schülern, Kindern, Jugendlichen, die sitzen müssen,
echt arschschwer. Dennoch wollte ich die abholen, die weniger Bock haben. Und mein Credo ist, keiner muss deppert irgendwo im Wald rumjoggen. Für was? Vor allem, wenn er humpelnd daherkommt, schlechte Haltung hat, ja, und das System ja einfach unrund läuft in der Hüfte, im Sprunggelenk, macht es dann zwingend Sinn? Nein, geh spazieren. Tu deinen Körper ankurbeln, Sauerstoff ins Gehirn bringen, Zellstoffwechsel ankurbeln. Reicht doch schon mal. Und zusätzlich mach einfach einen Ausgleich für die vielen Augen, ja, die ständig in diese Handys und Computer und Laptop reinschauen. Dann tu einfach hier in der ersten Stufe etwas mit deinen Augen machen und tu für deine Gelenke mit kreisender Gymnastik sie wieder ölen. Ja, einfach Handgelenk kreisen, Schulterblatt kreisen, aber halt auf maximal mit einer guten Anweisung. Und das als erste Stufe, für den, der ja gar nichts macht, perfekt. Und für den Athleten optimaler Einstieg zur Präparation, bevor der auf den Tennisplatz geht und dann sein normales Aufwärmprogramm startet. Sollte er vorher seinen Körper, ich würde sagen, neurologisch etwas vorbereiten und vor allem gelenksorientiert. Somit können wir sie beide abholen. Und dann steigert sich's, ja, dass ich sage, okay, dann gehe ich in die zweite Stufe, arbeite, indem ich die Schwerkraft rausnehme, wie das Kind, das ich früher mit enormer Beweglichkeit auf die Welt gekommen, dann erstmal aufgerichtet hat, um Halswirbelsäule, Rückenstrecker einfach zu trainieren. Und genau das ist ja irgendwo durch die Sitzerei, oder? Ich komme wieder in diese embryonale Haltung, dass ich mich wieder aufrichte. Dann auch als nächsten Step viel Rolle am Boden, um wieder die Wirbelsäule einzunorden. Dieses Scherende und Verwindende, ah, das ist herrlich, ohne Schwerkraft, ohne Einflüsse. Und das dankt dir wirklich dein Körper und die Muskulatur und die fasziale Apparat. Er macht wieder auf und erinnert sich. Also du resettest den Körper. Und dann halt nochmal etwas aufgebaut, weil wir ja dann auch verschiedene Stufen durchlaufen sind, diese sogenannten Milestones, die Meilensteine in der Entwicklungsstufe. Ja, hin fast schon eher krabbelähnliche Bewegungen oder abrollende Bewegungen, das einfach hier total simpel ist, weil es angelehnt ist und wir alle schon Bewegungsweltmeister waren und das somit umdrehen können, switchen können, dass man dem Körper wieder die Grundfunktionalität zurückgeben. Und dann natürlich auch ein bisschen Gesäßtraining, oder? Um das auszugleichen, was ja meist bei dem Sitzathleten viel zu kurz kommt. Und bei brutal, wurscht, ob es jetzt Kaderathleten sind, ich war jetzt auch wieder vor 3 Monaten in Leimen, ich glaube, es war B-Trainer-Ausbildung. Krass, ja, wenn du da Kaderathletinnen oder Kaderathleten hast, das ist Wahnsinn. Die stehen auf dem Tennisplatz und das Gesäß ist ausgeschalten. Mhm. Und das ist so erschreckend. Und da sitzt aber ja, der Heimtrainer daneben und dann ist das einfach ein cooler Hinweis. Und er sagt, Mann, achte da drauf vor jedem Tennisspielen, obwohl du das Gesäß ja trainierst. Das ist aber ausgeschalten, weil nämlich dein Kind oder dein Athletin oder deine Schüler erst wieder 8 Stunden in der Schule gesessen sind und eine halbe Stunde angereist sind. Hey, jetzt ist das System erstmal wieder ausgeschalten. Und da darf man einfach, finde ich, ja, als Trainer ja, mal über den Tellerrand schauen und sagen, Mann, ja, it's a fix. Wir dürfen da erstmal ein paar Minütchen vor dem Tennisspielen, vor dem Aufwärmen noch ein paar Dinge dazu packen, damit auch ich qualitativ besser und mit mehr Freude ja, meine Stunde geben kann. War jetzt. Das wollte ich auch nicht unterbrechen. Ich sag mal, wir können gucken, was wir davon nehmen. Es ist sehr viele Informationen, ob wir so lassen, ob wir es kürzen, alles gut. Sehr viel, was wir daraus mitnehmen können. Für uns jetzt nochmal direkt als Tennisspieler. Und zwar, was immer wieder jetzt gerade bei dem Wechsel von Halle nach draußen auch wieder kommt, das Sehen. Ja, sehen in der Weite, sehen, wenn der Ball zu uns kommt, ja, dieses Fokussieren.
Und es fällt vielen Spielern schwer, den Ball da einzuschätzen, ob es jetzt am Drall hängt oder an der Absprungverhalten, sagen wir dahingestellt. Aber dieses Tiefensehen, ja, dieses Nahesehen, kannst du uns da direkt mal eine Übung an die Hand geben, die wir trainieren können, selber zu Hause, dass sich das nochmal verbessert, dass wir das auf den Tennisplatz mitnehmen können und dann nochmal viel bessere Treffpunkte, diesen satteren Plop haben. Klar. Ja, es ist ein total spannendes Thema. Zum einen, wie arbeitet ein Auge? Und oftmals zeigt die Erfahrung, dass man ein dominantes Auge hat und ein weniger dominantes Auge. Das ist auch als Trainer grundsätzlich schon gut zu wissen. Also wenn mein rechtes Auge das Dominante ist und er ist Rechtshänder für einen Aufschlag oder für die Vorhand, tendenziell könnte man so sagen, interpretieren, aha, ist die bessere Seite. Und das rechte Auge, wenn es dominant ist, nimmt in Anführungszeichen fast zu 80-90% alles auf, schickt es übers Gehirn zum linken Auge. Also das linke Auge, jetzt boshaft gesagt, wird irgendwie einfach so mitgeschleppt, obwohl ich ja zwei Augen habe. Und das stelle ich gerne fest, wenn ich einfach meine Augen übe, trainiere, wieder schnell auf, wie du sagst, nah, fern sich einzustellen. Du darfst den Gegner, ist Ferne. Und wenn du deinen Ball schlägst, die Nähe. Und es gibt ja Studien, dass selbst der Trainer, wenn ein schnelles Auge hat, ein guter Trainer ist. Auffassungsgabe, schnell erkennen. Und das Nah-Fern ist total easy Übung, die auch mal für den Büromenschen, deswegen im Buch auch integriert, unbedingt öfters eingesetzt werden sollte, weil ich halt stundenlang nur in eine Entfernung starr gerade ausschaue. Und stell das einfach so vor, du stellst dich mit einer Armlänge Finger in Vorhalte, ich mache das jetzt einfach so mal vor, und schaue jetzt in die Nähe auf meine Fingerkuppe oder auf die Hautfalte und stell das scharf. Dann springe ich mit meinen Augen auf eine weitere Entfernung und da wäre jetzt mega entweder ein Symbol. Wenn du es indoor machst, fast jeder Tennisplatz hat eine Uhr hängen, wo du eine Zahl deiner Wahl verwendest oder ein Werbebanner, wo du einen großen Buchstaben hast, der in der Ferne scharf zu stellen ist. Und dann, wenn er scharf gestellt ist, dann gehst du wieder zurück zum Finger, nah, scharf stellen, fern, springen, scharf stellen. Das heißt, die Geschwindigkeit von nah, fern, orientiert sich an der Scharfstellung. Fang beidäugig damit an. Das heißt, ein guter Athlet, der das regelmäßig trainiert, kann 120 bis 130 Augensprünge pro Minute machen. Der Rhythmus ist die Scharfstellung. Und dann wird es spannend, wenn du sagst, hey, und jetzt mach mal ein Auge zu. Meistens macht man das nicht dominante Auge zu und das können sie super gut machen, ja, wenn sie sagen, hey, zwick einfach dann zwicken die ein Auge zu, oder? Und meist ist es das dominante Auge, was noch offen ist. Und dann sagst du, und jetzt wechsel, mach das andere Auge zu, hey, da fummeln die rum, das können die meist gar nicht richtig gut. Die es können, merken aber auch, hey, da ist jetzt anders. Das heißt, könnte sein, dass vielleicht ein Auge mehr das Leseauge ist und das andere Auge mehr das Adlerauge. Aber es wäre einfach gut, das zu trainieren, also wieder anzupassen. Und wenn ich merke, hey, mein linkes Auge ist ja schwächer, dann sollte man einfach öfters mit dem linken Auge nah fern oder Augenübungen machen. Und das ist einfach wichtige Übung, damit man wieder hier dem Auge und dem Gehirn beibringt und gewisse Areale ankurbelt, sich auf unterschiedliche Entfernungen und Ball zum Beispiel oder Gegner schnell wieder einstellen kann. Eine super Übung. Ja, sehr, auch mega simpel, ne? So zu machen. Ja. Und du hast es gerade gesagt, ich würde auch, also ich weiß, mein linkes Auge ist das Dominante. Hätte ich jetzt so gemacht, ich hätte intuitiv auch das rechte erstmal zugemacht, um das zu machen. Und das passt schon drauf, passt schon sehr gut dazu. Genau, das war's zu diesem Thema. Also für jeden zu Hause Augenübungen machen, der Probleme hat, das abzuschätzen mit den Bällen. Und jetzt nochmal von dir, Silvester, was sind so deine nächsten Pläne? Was hast du noch vor? Bist du jetzt weiter in der Tennisschiene weiter unterwegs mit Fortbildung oder hast du noch neue Pläne für die Zukunft? Wie sieht es da aus bei dir? Ja, also man kann es verkünden, es hat echt gedauert. Es war auf Seiten der Programmierung
etwas langatmiger, vor allem weil wir es gleich zweisprachig auf den Markt bringen wollen. Das, was im Buch die Philosophie und das Testing ist, nenne ich es jetzt mal so salopp, halt auf mehr auf den Sitzmenschen ausgerichtet, was aber natürlich dem Athleten auch gut tut, weil du hast es gelesen, es sind coole Bewegungskniffe drin und lässige Übungen, was eine Grundbasis einfach sein sollte, dass das funktioniert. Dennoch, das Handgelenk ist jetzt nicht ganz so in die Tiefe oder das Sprunggelenk nicht ganz so in die Tiefe. Ich bin mehr die Körpermitte. Ja, und gleichzeitig ist ein Buch, hat super Bebilderung und die Rückmeldung ist, dass es gut beschrieben und auch das Testing super beschrieben, aber halt mit Bildern. Und es gibt doch ein paar Menschen, wenn es dann noch etwas weitergeht, dass man sagt, ey, mit bewegten Bildern wäre das jetzt schon cool, mit Videos hinterlegt. Also lag auf der Hand, es weiterzuentwickeln und eine Online-Plattform daraus zu machen. Und vielleicht kann man es ja sehen. Fitness 2 Brain, Fitness to Brain wird kommen. Ich denke, jetzt im April werden wir online gehen, wo auch die gleiche Philosophie ist. Teste dich, mach den Selbsttest. Könnte sein, dass irgendwelche Bereiche eine rote Ampel haben. Okay, was kann ich dagegen tun? Das heißt, ein Ausgleichstrainingsmodul, ein Paket für 3 Monate, das du dir dort dann kaufen kannst, um dem auszugleichen mit coolen Übungen, aber alles mit Videos hinterlegt, mit Text, mit Nutzen. Das ist jetzt der Start, eben so roundabout April gehe ich davon aus. Also ja, horcht da rein, schaut mal mit, beziehungsweise wann es losgeht. Ich hoffe, wir können das dann nochmal verkünden. Und zusätzlich denke ich, im Rahmen dessen, dass wir dann auch mehr Workshops oder auch Webinare oder Sonstiges anbieten, weil ich immer mehr jetzt von Tennistrainern das Feedback habe, komm, mach mal mehr in diese Richtung. Wir hätten da echt Riesenbedarf. Ja, oh, das ist ja, vielleicht kannst du ja hier mal nach Hagen kommen, dann machen wir hier einen Workshop mit dir. Ja, gerne. Ein paar Leute, für jeden, der das interessant klingt, kann ja unten mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, dann versuchen wir das mal ins Leben zu rufen dieses Jahr, würde ich sagen. Und ansonsten, Silvester, wo findet man dich? Wo findet man dieses Buch? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? Erzähl. Also, ja, relativ einfach, weil es ein Eigenverlag, das war auch mir jetzt wichtig, dass ich gesagt habe, ich will ein Feedback haben, wie kommt das Buch an, und stehe jetzt auf, einfach bei Amazon eingeben, dann poppt es hoch und dort findest du wirklich alle Wissenswertes zum Buch und das Buch 2480, dann es kommt halt dann noch ja die Versendkosten dazu, meist 2,75, weil je nachdem, wie viel du bestellst. Und mich selber, ja, du kannst mich per Mail oder per auf der Webseite kontaktieren, einfach silvester-neitert.de. Ja, auch da vielleicht ganz interessante Tools mit drauf, mal ganz interessante Referenzberichte oder ein paar andere Dinge, die darauf hinweisen, was es alles Gutes gibt um den Silvester herum. Sehr gut. Was noch einfacher ist, wird das Buch unten in die Beschreibung verlinkt, die Internetseite wird verlinkt, Instagram bist du auch. Ja, ja genau. Silvester Neithardt eingeben auf Facebook oder auf Instagram. Instagram habe ich sogar noch den Entrostungstrainer. Ja, aber mit meinem Vor- und Nachnamen findet man mich. Okay, tun wir alles nochmal in die Beschreibung rein. Dann würde ich sagen, erstmal, ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben hier lassen, Abo hier lassen auf diesem Kanal. Wir bedanken uns bei Silvester, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns das so detailreich erklärt hast, auch für die Übungen, ja, die wir jetzt gleich alle zu Hause machen, das Scharfstellen der Augen. Und wie gesagt, danke dir. Sehr gerne. Kontakt. Wir hören weiterhin von dir und macht's gut. Schönen Tag. Danke, ciao.